Ich komme sicherheitshalber später nochmal vorbei, um Sie daran zu erinnern. Mr. Wake, Sheriff Breaker erwartet Sie in Ihrem Büro am Ende des Flurs. Da, wie gesagt. Mann. In meiner Stadt würde es ihr gefallen. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, ist sie auf die Wartung von Glühbirnen fixiert, in der ganzen Stadt. Sie vermeidet es, auf Schatten zu treten und all sowas. Früher hat sie in ihrer Zeitung über alle merkwürdigen Begebenheiten geschrieben. Bright Falls hat eine interessante Geschichte. Naja, welche Kleinstadt hat die nicht? Die Frau kennen wir auch schon aus dem Diner, also die hier mit den Lichtschalter rumgespielt hat, die Glühbirnen dort getestet hat. Die kennen wir auch aus dem Diner, habe ich euch ja damals auch gesagt. Und die werden wir auf jeden Fall später nochmal sehen, so ziemlich am Ende. Die hat noch eine ganz wichtige Rolle sogar. Und wir lesen mal hier. Wer hat diesen Mann gesehen? Verschwunden am 20.06.2007. Erkennungsmerkmale, gewinnt gern an Wettbewerbe. Hammer Erkennungsmerkmal. Hier ist noch was. Oh ne, das lese ich jetzt nicht vor, hab ich keinen Bock drauf. Da irgendwie beim Campingausflug. Kommen Sie rein, Mr. Wake. Ihr Telefon liegt auf dem Tisch. Der Akku war leer und ist jetzt wieder aufgeladen. Suchen Sie schon nach meiner Frau? Meine Leute sind dran. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich nicht. Wir haben uns gestritten. Ich bin aus der Hütte gelaufen. Die Hütte am Cauldron Lake? Wie kamen Sie zu Stuckys Tankstelle? Ich wollte ihr erzählen, was letzte Nacht passiert war, aber ich konnte nicht. Sie hätte mich weggesperrt. Entschuldigung, ich muss da rangehen. Hallo? Alan, bitte hilf mir. Alice? Reden Sie nicht mit der Polizei. Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Wer ist da? Gehen Sie auf den Hinterhof. Links im Zaun ist ein Loch. Ich muss an die frische Luft. Sie meinte, ich könnte hinten raus. Natürlich, Mr. Wake. Sie können durch den Zaun. Hey, Sie! Hey, können Sie das Licht anmachen? Die Deputies verstehen mich nicht. Sie wollen nicht auf mich hören. Es muss hier drin hell sein. Na, dann helfen wir denen doch mal. Machen mal das Licht hier an. Oh, danke. Danke, Mann. Sie sind in Ordnung. Sie sind echt okay. Lassen Sie sich nichts anderes einreden. Ich sollte nicht mal hier drin sein. Die Cops haben alles total falsch verstanden. Klar. Ich habe ihn zusammengeschlagen. Aber ich war nicht betrunken. Ich meine, da noch nicht. Erst danach. Okay, hören Sie. Sie müssen mir gut zuhören. Jetzt kommt der Knaller. Das war nicht Danny. Der sah nur so aus wie Danny. Wollen Sie wissen, was es wirklich war? Ich sag's Ihnen. Es war ein gottverdammter Alien! Genau. Ich weiß, das ist genau das, was die Besoffenen erzählen, aber glauben Sie mir, ich war nicht besoffen. So. Jetzt kommen wir dem mal wieder das Licht. Und warum haben Sie das gemacht? Sie gehören zu denen, oder? Zu diesen Aliens! Das ist Binder, ey. Bescheuert, ey. Ach, Manuskriptseite. Das Dunkel als intelligent zu beschreiben, hieße, etwas gänzlich Unmenschlichem mit menschlicher Maske menschliche Qualitäten zu unterstellen. Trotzdem fand es den Ort im Restaurant, der dunkel genug war. Etwas Licht drang in den Korridor, riss an ihm, aber es erduldete den Schmerz. Der Schreiber würde das bald beheben. Er würde zu dem Ort kommen, an dem es noch Macht besaß. Okay. Gehen wir jetzt mal auf den Hinterhof und gucken mal in die alte Karre. Licht hat meinen Augen weh. Mein Kopf tat weh. Der Mann am Telefon hatte gesagt, ich muss durch den Zaun links steigen.
So, ich gehe erstmal hier zum Radio und höre nur kurz rein, also wir hören uns das nicht bis zum Ende an. Es war wieder eine lange Nacht, Freunde. Ich muss allmählich Schluss machen. Schließlich brauche ich mal einen Schönheitsschlaf. Obwohl, eins noch, bevor ich gehe. Die Polizei hatte heute Nacht ganz schön zu tun. Es gab ein paar zerbrochene Fenster. Auf der Hauptstraße sollen sogar Schüsse gefallen sein. Die Deputies Mulligan und Thornton mussten sich um zwei junge Männer kümmern, die die Fertigstellung ihres Hirschfest-Festwagens zu heftig gefeiert haben. Leute, das passiert jedes Jahr. Ich verstehe eher die Aufregung, aber sparen wir uns das Feiern für den großen Tag auf. Schießen können wir doch auch viel besser beim Wettbewerb, hm? Es gibt keinen Grund, jetzt schon auszuflippen. Jetzt haben wir es doch bis zum Ende angehört. Ist aber auch nicht so schlimm. So. Oh, jetzt kommt's wieder, der geile Tritt von Ellen. Sieht so bescheuert aus. Ernests Führerschein lag auf dem Vordersitz. Der Anrufer meinte es ernst. Da, noch eine Seite. Der Entführer feuerte noch ein letztes Mal und der Schatten verschwand in der Finsternis, aus der er gekommen war. Da, keine große Sache, Wake. Dass sich Alice in seiner Gewalt befand, machte mich krank. Wir standen auf der Holzplattform von Lover's Peak. Wasserfall und Berge lagen hinter uns. Über uns blickten die Lichter des Antennenmastes. Ich rang den Drang nieder, ihm eins zu verpassen und zwang mich zu sprechen. Also zur Sache, wo ist meine Frau? Und genau so kommt's dann später nochmal. Barry? Barry, pass auf. Ich bin auf der Polizeiwache. Hol mich ab. Ich kann jetzt nicht reden. Ich musste Breaker überreden, mich gehen zu lassen, damit ich mich im Elderwood Nationalpark mit Alice Entführern treffen konnte. Die Musik ist kacke. Und Ford. Steht sogar Ford drauf. So, was macht unser besoffener Freund? Das ist ja auf dem Boden und pennt. Ein Schriftsteller ist ein Licht, das die Welt der Geschichte aus der Dunkelheit holt und sie formt wie ein Bildhauer einen Stein. Wenn ich aufhöre, stirbt die von mir erschaffene Welt. Die Dunkelheit holt sie sich zurück. Es ist eine lange Reise in die Dunkelheit. Alice Leben steht auf dem Spiel. Ich darf nicht daran denken. Das Grauen lauert am Ende der Wahrnehmung. Ich mache weiter. Hier ist alles möglich. Ich schreibe die Geschichte. Ich rette sie. Fantastisch. Ich wollte nur den Schaden bereinigen, denn die Anderson-Brüder bei ihrem letzten bedauerlichen Ausflug eventuell versehentlich angerichtet haben. Sie sind für ihre Taten natürlich. Denken wir doch auch. Okay, jetzt sieht man es vielleicht noch nicht so genau, aber danach auf jeden Fall. Ja, ehemalige. Ich bin mit Thornton bei Stuckys Tankstelle. Hier ist nichts von ihm zu sehen. Ende. Halt! Ja, hier, Thornton. Oh, was? Geht es denn schon wieder besser, Mr. Wake? Ich würde jetzt gerne gehen. Ist das möglich? Naja, wir müssen noch über ein paar Sachen reden. Bin ich verhaftet? Nein, natürlich nicht. Aber ich muss auf jeden Fall wissen, wo sie wohnen, damit ich sie erreichen kann. Das Motel ist nichts. Das Majestic ist bekannt für Kakerlaken. Die Hütten in Elderwood sind aber ganz nett. Das klingt gut. Ich bin Dr. Emil Hartmann. Ich möchte Sie gern in die Cauldron Lake Lodge einladen. Haben Sie mit meiner Frau gesprochen? Ich hatte schon mehrfach das Vergnügen, mit ihr über ihre Situation zu sprechen. Haben Sie was mit ihr abgemacht? Ich habe sie hierher eingeladen. Meine Klinik ist ein Ort, an dem... Okay. Ganz ruhig. Oh, jetzt kommt Barry. Hände weg von meinem Klienten! Wer sind Sie? Ich bin Barry Wheeler, sein Agent. Haben Sie was mit Mr. Wake zu klären, dann reden Sie mit mir. Ihr Landeier werdet euch noch wundern, wenn ich meine Anwälte loslasse. Mir ist nichts passiert, Sarah. Mir geht's gut. Ich will ihn nicht anzeigen. Mr. Wake, mein Angebot steht noch. Bring mich hier raus. Was zum Teufel sollte das, Al? Wir brauchen keine Wiederholung dieser Sache mit den Paparazzi. Ich dachte, sie würden dich einlochen.
Ich musste mit jemandem reden. Ich erzählte Barry alles. Er dachte, ich sei verrückt, aber als er vom Manuskript hörte, hatte ich ihn. Dass ich etwas geschrieben hatte, reichte ihm, auch wenn ich mich nicht daran erinnern konnte. Er roch Geld. Und er glaubte mir, dass Alice entführt worden war. Alles andere war erst einmal egal. Um Mitternacht war ich mit dem Entführer an einem Ort namens Lover's Peak verabredet, irgendwo im Elderwood-Nationalpark. Unser Plan war, eine Hütte zu mieten. Das ist nicht gut. Es gefällt mir gar nicht, absolut nicht. Es ist das klare Gegenteil von gut. Mr. Wayne! Barry, Sie haben ihn gefunden! Hi, Rose! Oh, wow, ich habe auch gerade an Sie gedacht. Toll. Ich habe Rossi eben einen Kaffee gebracht. Er ist auf dem Balkon, kümmert sich um Max. Armer Kerl. Ich muss wirklich los. War schön, Sie wiederzusehen, Mr. Wayne. Bis später! Wer ist Max? Was für eine blöde Kuh. Himmel! Ist ja nett. Nicht mit jedem Mann! Es ist nicht Ihre Schuld! Sie ist sehr nett. Und was hinzukommt, ein Fan von dir! Sie hat sogar eine Fanseite für dich eingerichtet. Und sie war sehr hilfsbereit, als ich nach dir gesucht habe. Ernsthaft, was du mir im Auto erzählt hast, hör dir bloß mal selber zu. Was, du hast jemanden erschossen? Und seine Leiche hat sich in Luft aufgelöst? Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Bist du high? Hast du was getrunken? Nein, Mann, Barry, mir fehlt eine Woche. Irgendwer hat alles. Alles ist eigentlich, wie sie anhört, wenn du so ein Zeug erzählst? Ich meine, ist eine gute Story, wie ein Bestseller. Wenn du anfängst, Fiktion mit Realität zu verwechseln, bist du bei 3 für die Klapsmühle. Warte hier. War diese Diskussion zwischen Alan und Barry. Ganz ruhig, Junge, es ist fast geschafft. Hi, Rusty, stimmt's? Sie vermieten Hütten? Mr. Wake, ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber es geht gerade nicht. Tut mir leid, aber könnten Sie vielleicht selbst ein Anmeldeformular vom Tisch holen? Es ist gegenüber von Hasenzahn, Charlie. Okay, klar. Was ist passiert? Max ist mit seinem Fuß in eine Falle geraten. Die sind hier verboten. Es die Drecksfallen. Verboten, im Park zu jagen, aber ein paar Hohlköpfe können es einfach nicht lassen. Ach, immerhin kommt Max wieder in Ordnung. Hat Glück gehabt. Na, dann ist ja gut. Ich möchte ihn lieber noch nicht allein lassen. Du kannst dich nicht einfach mit einem Entführer treffen. Sowas endet doch immer in einer totalen Katastrophe. Du musst mit dem Kopf reden. Sie ist meine Frau. Ich entscheide das. Können wir später darüber reden? Nein. Diese ganze Sache. Boah, immer dieses Gelaber, ey. Schnell weg hier. Hier ist das Formular. Und hier sind die Schlüssel. Okay, es ist alles geregelt, Mr. Wake. Schön, dass Sie unser Gast sind. Danke. Und wie komme ich zum Lover's Peak? Oh, na klar. Er liegt am Ende des Naturlehrpfads. Das ist natürlich scheiße. Oh, Mann. Na komm. Weg führt sie direkt dorthin. Es ist ein Spaziergang. Und ein schönes Plätzchen. Ja, jetzt reden sie natürlich genau nicht. Wenn Sie sie nicht gleich finden, orientieren Sie sich am Antennenmast. Sie befindet sich genau darunter. Oh, und passen Sie auf, falls Sie durch den Wald gehen wollen. Nicht, dass es Ihnen so geht wie Max. Sorry Leute, aber ich muss hier schnell die Batterien wechseln. Ich meine, ich habe keinen Bock, dass da jetzt, was weiß ich, jede Minute kommt, Batterien leer, bla bla bla. Oder bitte schließen Sie den Controller wieder an, meine ich. Deswegen wechsle ich hier schnell die Batterien. Zack. Gut, weiter geht's. So, okay, noch schnell checken. Mann. Gut, reicht, ist voll. Ich bin etwas besorgt. Wir haben da draußen ein paar Camper, von denen wir länger nichts gehört haben. Nicht, dass sie sich regelmäßig melden sollten, aber mit diesen Fallen? Naja, ich will einfach keinen Ärger. Okay, danke. Und ich kann nicht sprinten. Naja, egal. Wenn du mich verarschen willst, dann hat's geklappt. Haha, lass uns Barry verarschen. Kein Problem. Das ist doch verrückt, Al. Wir sollten zum Sheriff oder zum FBI. Verdammt, Barry, sie töten sie. Das ist keine Diskussionsrunde, Barry. Was? Ich gehe zum Lover's Peak und ich soll allein kommen. Okay, okay. Ich verstehe.